ist das Götterspeise? Die ist ja cool. Einverstanden, Roxy. Die wabbelt so lustig. Voll toll. Ist ja viel cooler als ein Poppet. Oh nein! Mist, wir haben sie fallen lassen. Wo sind wir denn gelandet? Herzlich willkommen in der neuen Challenge. Oh, Roxy hat ein Gelee mit Oreo-Geschmack. Sieht interessant aus. Und Emma hat ein Gelee mit Kaugummi-Geschmack. Was für eine hübsche rosa Farbe. Ich möchte anfangen. Nein, ich möchte anfangen. Na, okay. Probieren wir mal dieses Gelee. Boah, mega cool. Das sieht so appetitlich aus. Voll lecker. Ich frage mich, ob ich eine Kaugummiblase machen kann. Ah, es hat geklappt. Hast du das gesehen, Roxy? Hm, voll cool. Ich will mein Gelee auch probieren. Zu schade, dass ich daraus keine Kaugummiblase machen kann. Hm, das schmeckt mega lecker. Das schmeckt nach Oreos. Oh, voll toll. Ich will mehr davon. Lecker Schmecker. Oh, wie cool ist das denn? Hm, schmeckt das Gelee von Roxy so lecker? Nein, meins ist sicher viel besser. Hm, so süß. Ich mach gleich noch eine Blase. Voll cool. Gut, dass ich Kaugummi habe. Und nicht so ein seltsames Oreo-Gelee. Emma, ich glaube, dir ist klar, dass ich mehr Glück gehabt habe. Hör sofort auf, Roxy. Aus deinem Gelee kann man nie so eine große Kaugummiblase machen. Jetzt schau mal her. Aufblasen. Und fertig sind wir. Schau dir das an. Hey, Roxy, ich habe dir eine Blase gezeigt. Hey, hört sie mich etwa nicht? Na, okay. Gleich werde ich so eine große Blase machen, dass sie mich nicht mehr ignorieren kann. Einen Moment bitte. Das ist deine Schuld, falls was. Oh ja. Die ist ja mega groß. Habe ich etwa alles aufgegessen? Na, okay. Moment mal. Was ist das denn? Emma! Du bist ja voller Kaugummi. Ich habe doch gesagt, dass mein Gelee cooler ist. Ich wollte, dass du aufhörst, mich zu ignorieren. Und jetzt bin ich voll klebrig. Oh, wow. Sind das etwa Prinzessinnen in Geleekleider? Ist ja cool. Hm, ich würde gerne anfangen. Alles klar, mach schon. Ich habe mein Besteck vorbereitet. Und jetzt probieren wir dieses Gelee. Ich schneide hier ein Stück ab. Das sieht so appetitlich aus. Oh, das ist mega köstlich. Roxy, was machst du denn da? Ich will auch mein Gelee probieren. Ich brauche kein Besteck. Ich kann einfach reinbeißen. Oh ja, Ariels Kleid ist köstlich. Ich liebe es. Roxy, so benehmen sich doch keine Prinzessinnen. Die essen mit Besteck und benutzen Servietten. Okay, ich werde dich einfach ignorieren. Also, ich mach weiter. Mit Messer und Gabel zu essen ist doch viel, viel bequemer. Ich fühle mich wie eine echte Lady. Oh, schaut euch diese schöne Aurora-Puppe an. Voll hübsch. Hey, Roxy, was machst du denn? Na was denn? Ich will das Ariel-Gelee fertig essen. Hm, hier ist nur noch ein kleines Stück übrig. Hm. Oh, wir haben ja noch eine dritte Prinzessin. Ich werde sie essen. Nein, Belle wird mir gehören. Na, warum denn dir? Ich werde dir nicht einmal ein Stück geben. Okay, Emma. Willst du vielleicht die Puppe? Die ist genauso hübsch wie du. Oh, danke. Wir sehen wirklich ziemlich ähnlich aus. Ah, und ich werde das Gelee aufessen. Da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Was? Nein! Ich will das Gelee auch essen. Gib's mal her. Oh, Mädels. Ihr könnt noch nicht einmal diese Götterspeise teilen. Na, seht ihr? Zwei Hälften. Ganz einfach.
Guten Appetit dann, Mädels. Oh wow, das ist ja ein Regenbogen-Gelee in Form einer Babyflasche. Sowas habt ihr noch nicht gesehen. Und Emma hat eine Flasche mit Wassermelonengeschmack. Sieht appetitlich aus. Los, Emma, probier deine. Na los? Was für ein lustiges Gelee. Lass mich mal ein Stück probieren. Riecht nach Wassermelone und schmeckt nach Wassermelone. Voll cool. Roxy, das ist so toll. Dann kann ich es kaum erwarten, mein Gelee zu probieren. Ich schneide mir das obere Stück ab. Oh ja, da ist ja auch noch Glitzer drin. Fantastisch. Probieren wir mal. Das schmeckt ja nach Himbeere. Richtig gut. Yeah, wir haben beide Glück gehabt. Hier hast du ein Messer. Schneid dir ein Stück ab. Danke, Roxy. Lass mich mal. Ich schneide mein Gelee in kleine Stücke. So. Perfekt. Und jetzt kann ich diese Stücke mit kleinen Zahnstochern aufspießen. Boah, ist das lecker. Ich krieg einfach nicht genug davon. Ich will mehr und mehr. Dieses Wassermelonen-Gelee ist einfach super. Na los, probier deins. Ja, genau das habe ich jetzt vor. Ich möchte jede Farbe probieren. Wir fangen mit Lila an. Riecht so toll. Oh, mit Traubengeschmack. Und das Blaue schmeckt nach Eis. Und das Grüne schmeckt nach Apfel. Und das Gelbe nach Birne. Welches probiere ich jetzt? Ich probiere gleich beides. Oh, wow! Orange und Erdbeere, voll cool. Emma, jede Farbe hat ihren eigenen Geschmack. Und mein Gelee schmeckt einfach nur nach Wassermelone, aber das ist mega gut. Ich brauche die Zahnstocher nicht mehr. Ich will mir einfach den Mund damit vollstopfen. Dieses Gelee ist so weich, es zergeht nur so auf der Zunge. Hier bleibt noch ein kleines bisschen. Und ich habe alles aufgegessen. Oh, Mädels. Das war ja eine Geschwindigkeit. Seid ihr satt? Aha, ein scharfes Gelee mit Chili-Geschmack. Ein saures Gelee mit Bonbon-Geschmack. Skittles. Mit Fischgeschmack und mit Erdbeergeschmack. Ich frage mich, womit ihr anfangen werdet. Lass mich mal überlegen. Ich nehme hier das mit Skittles. Hey, Emma, ich wollte das nehmen. Tut mir leid, ich war Erste. Oh, das sieht ja toll aus. Da sind ja echte Skittles drin. Fantastisch lecker. Gefällt mir. Oh, was könnte besser sein als Honiggelee mit Skittles? Ich liebe es einfach. Roxy, träum weiter. Dieses Gelee gehört mir. Dann nehme ich mir dieses gelbe Gelee hier. Ich bin mir sicher, das wird mega lecker. Du wirst mich noch beneiden. Probieren wir mal. Gar nicht schlecht. Voll gut. Oh, wow, 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 das ist ja mega sauer. Emma, ich krieg einen Gesichtskrampf. Ach, du Arme. Und ich mach weiter. Jetzt probiere ich einen anderen Geschmack. Ich nehme mir das hier. Roxy, was ist denn los? Mehr schaffe ich nicht. Das ist viel zu sauer. Ah, ich nehme mir das hier mit Erdbeergeschmack. Hey, ich wollte das hier. Ich muss sofort was Süßes essen. Hier, bitte sehr. Ich hoffe, dieser Erdbeergeschmack wird mir helfen. Ich muss nur mal kurz reinbeißen. Was für eine seltsame Erdbeere. Ah nein, das sind ja Chilis. Ah, mein Mund brennt total. Emma, du hast mir das scharfe Gelee gegeben. Wie konntest du nur? Ach ja, tut mir leid. Ich hoffe, Roxy wird das überleben.
Erdbeergeschmack, voll gut. Und das hier ist Gelee mit Fisch. Igitt. Oh, jetzt geht's mir besser. Ich glaube, ich habe eine Idee. Komm, ich geb dir dieses Gelee. Ach, du arme Roxy. Hier, probier dieses Gelee. Du wirst dich danach besser fühlen. Dankeschön, Emma. Ich brauche jetzt dringend was Leckeres. Moment mal. Ist das etwa Fisch? Nein, 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 nein. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ups, tut mir leid. Ich habe alles vertauscht. Oh nein, jetzt ist mir schlecht. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folge unserem Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, tschüssi, tschüss.